Hoi, mega schön, dass du eingeschaltet hast. Hast du auch mega coole Apps auf deinem Natel? Oder weißt du, auf welchem YouTube-Channel die besten Pranks gemacht werden? Oder du weißt genau, auf welcher Webseite dass du die aktuellsten News bekommst und die besten Nachrichten kannst schauen kannst? Ich möchte dir in den nächsten paar Minuten auch ein paar Apps und Webseiten vorstellen, die nützlich für dich sein können. Vor allem nützlich, um Jesus besser kennenzulernen und in deinem Alltag die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich möchte gerade anfangen mit Bibletunes. Das findest du auf Spotify oder auch auf der Webseite von ihnen. Dort gibt es Kurzinputs, die dich mit einnehmen in biblische Texte, in Geschichten, die Jesus hier auf der Erde erlebt hat. Dann kennst du vielleicht die Losungen, Herrnhuter-Losungen. Die tun für jeden Tag einen Bibeltext aus dem Alten Testament auslosen und stellen den öffentlich. Dort gibt es Bücher dazu, aber es gibt auch Apps, wo du die Losungen für deinen Alltag kannst nachlesen kannst. Das sind immer alttestamentliche Bibelverse und dann tun sie auch noch einen passenden Bibelvers aus dem Neuen Testament dazu schreiben. Tagesvers kannst du auch in dieser App nachher schauen oder auf dein Smartphone holen. Das ist von YouVersions Bibel-App. Und dort kannst du auch Lesepläne machen. Du kannst deine Lesepläne sogar mit Freunden teilen und auf Facebook teilen. Dort kannst du Bibel lesen, anstreichen und, und. Es ist ganz vielfältig. Vom gleichen Hersteller YouVersion gibt es auch ein Kinder-Bibel-App. Dort kannst du biblische Geschichten nicht nur lesen, sondern auch schauen und hören. Du darfst aber auch nachher, oder deine Kinder dürfen auch nachher, Rätsel zu diesen Geschichten lösen, die sie vorher gehört haben. Also auch sehr interaktiv. Was ein anderes Bibel-App ist, ist Bible.is. Dort kannst du die Bibel nicht nur lesen, sondern du kannst sie hören und schauen. Es gibt es auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Die Filme sind leider einfach auf Englisch, aber es ist auch sehr interessant, so mal die Bibel zu entdecken. Vielleicht willst du ein bisschen tiefer graben und du möchtest etwas mehr über einen biblischen Text herausfinden oder nach bestimmten Wörtern suchen, dann ist Bible Surfer genau das Richtige für dich. Das ist auch eine Webseite, wo du gratis kannst nutzen, wo es auch Wörterbücher hat, wo du nach Wörtern kannst suchen in der ganzen Bibel. Du kannst anstreichen, du kannst dich einfach vertiefen in biblische Texte. Dann, was ich ganz cool finde, ist The Bible Project Deutsch. Die sind auf YouTube, die sind auf Instagram. Du kannst dort Videos schauen, wo sie dir die einzelnen biblischen Bücher erklären und den roten Faden durch die Bibel aufzeigen. Sie haben aber auch Themenvideos, wie es zum Beispiel was der Messias ist oder die gute Botschaft vom Königreich Gottes, was es mit dem auf sich hat. Also auch dort kannst du umeinander stöbern und ganz, ganz gute Entdeckungen machen. Wenn du auf Instagram oder auf TikTok unterwegs bist, dann habe ich hier einen Namen für dich, Paul.nz. Der macht so kurze Gedanken, wo er dich mit einnimmt in sein Leben, ins Wort Gottes. Und dem kannst du folgen, eben auf Insta oder auf TikTok. Und kannst auch so für deinen Alltag gute Impulse bekommen. Und falls dir das alles zu digital ist, habe ich da noch zwei Sachen für dich mitgenommen. Es ist natürlich die Bibel einfach so, du darfst auch dort aufschlagen, deine Lesen anstreichen und machen und tun, etwas dazu zeichnen, Kinderbibel oder auch eine Bibel für ältere Leute. Also auch das ist ein super Tool zum Wachsen im Glauben. Und jetzt wünsche ich dir, dass du darfst motiviert sein und das eine oder andere einfach auch darfst ausprobieren, mal eine App abladen oder auf eine Webseite schauen oder den YouTube-Channel von Bible Project oder so einfach mal durchstöbern und dass du so Gott in deinem Alltag auch wieder neu darfst entdecken und ihm immer wieder so Zeitfenster darfst geben, wo er zu dir darf reden. Danke, dass du zugeschaut hast.
und tschüss.